Laktose United gegen Skyhawks, so heißt die heutige Partie. Willkommen hier bei Let's Play Rocket League Season mit mir, dem guten alten Milchfurcht. Ob er so gut ist, sehen wir dann. Jetzt ist Mitternacht, nicht Milchfurcht. So, oh, der wäre rein. Diesmal wäre rein. Oh je. Wir gelten als Favorit. Wir haben 3 Spiele gewonnen. Die haben 3 Niederlagen. Und ja, aber das heißt ja nichts in diesem Spiel. Oh, Eigentor. Ich habe ihn zum Eigentor gezwungen. Guckt es euch mal an. Ja, yeah, weil das auch ein Tor geworden wäre. Und dann schubse ich ihn nicht. Er macht es einfach selber rein. Er macht es einfach selber rein. Ich hab kein Geld an ihn überwiesen, dass er das macht. Das möchte ich mal dazu sagen. Nicht, dass ihr jetzt denkt, hier, oh, der Milchfurcht, guck mal, der hat wieder bestochen. Das ist ja übrigens ein Computerbot, aber ist ja egal. Selbst die kann man irgendwie bestimmt bestechen. Tor. Ich weiß wie, mit Mikrochips. Weil die schmecken so lecker. Hm, nam nam nam. Spaß. Entschuldigung. 2:0 durch mich. Ist ja auch schwer, wenn... Na gut, gerade eben hat er ja das Tor geschossen, ne? So. Hinten bleiben ist die Devise. Hinten bleiben ist die Devise. Pui. Punika! Hä? Achso, weil ich Pui gesagt habe. Ja, ich krieg wieder Geld von Punika jetzt. Ist ja klar. Ich bin so ein YouTuber, weißt du, ich muss auf YouTube Werbung kaufen, dass ich auf YouTube einen Kanal habe, so wie 2 andere momentan. Oh, der ist doof gewesen. Oh, der war doof. Das Eigentor-Festival nicht. Oh, Fehler von ihm. Mein Glück. 3:0. Ich weiß nicht. Ich finde das ein bisschen, ja, gewöhnungsbedürftig, wenn du machst ein YouTube-Video, um Leute zu unterhalten. In der Regel, ne? Oder irgendwie denen was beizubringen, wie du dich richtig schminkst oder wie du dein Handy reparierst oder was auch immer, ne? Aber... Oder sie halt über Nachrichten informieren zu tun. Ja, egal. Auf jeden Fall, ich finde es einfach nicht richtig, wenn ihr zum Beispiel, was macht man als aktuelle Nachricht? Tor. Genau. Es ist gerade eben ein Tor in Rocket League gefallen. Kauft die neue Seife von Maverick. Die gibt's nicht, aber wenn sie geben würde. Das macht doch keinen Sinn. Oder Schminktipps mit, ausgerechnet Produkten von einem bestimmten Laden. Das, ja, das interessiert doch mich nicht. Also mich sowieso nicht, weil ich mich nicht mehr so häufig schmink, seitdem mein Bart wächst. Ich könnte ja eigentlich einen Kanal aufmachen, wo ich Bartrasuren, Pflegetipps gebe. Da kaufe ich dann auch nur Produkte von Schlecker. Genau, ich kaufe Produkte dann nur noch von Schlecker. Ich glaube, das kann man einfach so stehen lassen. Ich find's einfach unpassend. Muss ich dazu sagen, einfach und fertig. Das sind auch die YouTuber, die ich... Ups. Das sind die YouTuber, die ich auch nicht gucke. Denen gönne ich keinen Klick, muss ich dazu sagen. Die besten sind ja dann immer noch die, auf Twitter ihre hirnverbrannten Huch. Hey, nur weil du Fan von Dagi B bist, musst du mich nicht attackieren. Die ihre Fans dazu ansticheln, irgendwie einen bestimmten Hashtag zu benutzen, was weiß ich, Dagi B ist die beste oder sowas, und dann steht es dann ganz oben bei den Top 10 der Hashtags benutzt in Deutschland.
Ja, was man dazu aber manchmal liest, ist, ja, das grenzt auch an Cybermobbing. Also ich sag's wie es ist, ich find's nicht gut, aber ist natürlich jedem seine Entscheidung, wenn die Leute es so machen. Mich kriegen sie damit nicht, ich guck sowas dann nicht an und ja, aber man muss ja nicht dann gleich die Leute beleidigen. Und das kommt auch oft genug vor. Das kommt leider auch oft in diesen Spielen vor eben. Oder jetzt aktueller Fall, zum Beispiel bei Markiplier gibt es das auch. Ein guter Freund von Markiplier hat Selbstmord begangen. Er hat jetzt gesagt, er wird eine Zeit lang keine Videos hochladen können, weil er das natürlich verarbeiten muss, was natürlich verständlich ist, wenn man normal denkt. Und da kamen tatsächlich irgendwelche Spinner und die meinten dann, ja, ich D-Abo, du hast kein Video hochgeladen und warum machst du sowas? Du musst doch eigentlich deine Fans unterhalten und bla bla bla. Leute, lass doch die armen Menschen in Ruhe. Es gibt immer noch einen Unterschied zwischen Real Life und ja, YouTube. Auch wenn YouTube dein Job ist, es gibt immer noch ein Real Life und Sachen, die viel wichtiger sind als YouTube. Ist einfach so. Und da die Eier in der Hose zu haben und zu sagen, dass der Ball jetzt nicht drin ist, gut. Dann die Eier in der Hose zu haben und zu sagen, man lädt dann keine Videos hoch, weil Folgendes passiert ist, dann hat das gebührt meinen Respekt, muss ich dazu sagen. Ja, jetzt haben wir uns ein bisschen verquatscht. Huch, 7-1. Ich schieße ja einfach Tore und merk's gar nicht. Ja. Also, egal, also ich kritisiere auch Dagi Bee nicht, ne? Also ich meine, es ist ihr Ding, wenn sie es so machen will, dann macht's doch. Aber ich gucke mir sowieso ganz selten Schminkvideos an, also ich glaube, die macht Schminkvideos, oder war das diese Bibi? Bibis Beauty Channel Place? Ich habe keine Ahnung, wie es heißt. Oder diese Salami, Silmani, Salami, wie heißt das? Irgendwas mit Salami, das ist glaube ich zumindest. Oder Silmani? Ich glaube Silmani, also so ähnlich wie Salami. Irgendwas war da. Ja, passt. Ja gut, komm, 2-8. Die Skyhawks verlieren übrigens das 4. Mal in Folge, um mal das Thema wieder zu wechseln. Tor 9-2. Ich muss ehrlich zugeben, ich hätte es mir jetzt gerade mal ein bisschen schwerer vorgestellt, alles. Die Saison verläuft ja überirdisch gut. Oh. Nee, nee. Kriegst kein Tor mehr hin. Pur. Armer Bub, der kriegt kein Tor mehr hin. Guck mal. So. 9-2 gegen die Skyhawks. Laktose United mit großen Schritten Richtung Playoffs. Ja, das war Spiel Nummer 4 von 18. Also es ist noch viel, viel Zeit unter die Top 4 zu rutschen hier. Solange wir nicht Letzter werden, ist alles gut. Wir gucken nochmal auf die Ergebnisse. Die Rebels verlieren wieder gegen die Monarchs. 4-1 sogar. Der Express gewinnt 2-0 gegen die Guardians. Die Bombers gewinnen 1-0 gegen die Dragons. Und die Mammuts gewinnen 4-1 gegen die Rovers. Ja, Ergebnisse von einem anderen Stern. Und die nächste Woche, sag ich mal, ja, eigentlich nächste Woche, aber nächster Spieltag, also morgen, spielen wir gegen die Mammuts. Bis dahin. Ciao.